Tizzy, Tizzy. Dicker, wir sind Tizzy, Tizzy. Hi Leute, willkommen bei Ike and Tizzy. Ike and Moments, Tizzy. Und wir haben wieder einen bezaubernden jungen Mann am Start, namens Browski. Ja, ist er schon da? Oder zieht er noch mal die Karte hoch? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, er trinkt gerade seine Heizung hoch an der Heizkörper. Ha! Guten Tag, mein Name ist Simon Gamer Brother. Ich bin ein Internet-Influencer. Und ich habe letztens eine Produktplatzierung gemacht. Und seitdem habe ich auch Elektro-Verbohrläden. Maschine. Ja, Maschine. Ja, Freunde, wir kommen wieder zu diesem Format. Man muss hier schon mal sagen, vielen, vielen Dank, Jungs, wie ihr in der Zeit hier noch unsere Aufnahmen durchzieht. Kuss geht raus. Lasst ihr auch gern wieder ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt auch gerne mal wieder die Statistik reinschreiben. Zühne, Daumen. Ja, ihr könnt auch gerne Statistik reinschreiben, wie aktuell so Sieg-Niederlagen-Verhältnis aussieht. Discard, wer die dicksten Fische discardet. Ganz dieses wichtig Jahr ist es Digga, schwierig beim Discard. Wir haben Tordifferenz minus 188. Ja, okay. Beide scheiße beim Discard, muss jetzt bei dem Format. Muss man sagen. Ich hab mir einmal mit Benji jeweils 2 Millionen Coins aus der Tasche genommen bei Totti Discard, aber sonst sind wir echt lost. Ja gut, es war eh geflankt. Doch bei mir einmal habt ihr bei mir einen dicken gehittet. Wer war das nochmal? Stimmt. Dorglisch? Dorglisch war's. Stimmt, ja. Stimmt. Aber ansonsten. Habt ihr schon gesagt? Heute Prime Moments, ne? Ich bin heiß wie Fritten. Prime Moments, genau, ja. Bei Prosi kam auch eine Folge online. Ich würde sagen, wir gehen rein. 31.000 Daumen für 31.000 Millionen Discard, oder? Let's go, ich gehe rein in die Aufstellung. Und ich will eine gute Aufstellung. Halt die Schnauze, ich einfach gehe rein und Discard. Ich werde heute mit dieser Aufstellung, werde ich heute das Zepter an mich reißen. Und das Ding gewinnen. Ja, ich gegen den Benji und mich komplett in die Ordnung geschickt. Ja, ehrlich. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, sind wir uns ehrlich. Ja, das ist so der Standard. Weil normal ist dann der Cheat von Mogul Power dahin zu gehen. Achtung, kann ich meinen Spruch raushauen jetzt gleich? Nimm den aus dem Leben! Dann ist es wichtig, den Cheat hier mitzunehmen. Hey, ist bei uns auch eine drunter geschrieben. Ja! Außer bei den Aufnahmen gegen Broski bauen wir eigentlich nur scheiß Drafts, aber wenn es gegen Broski geht, sind die Drafts einfach krank. Hey, aber was soll die Scheiße da eigentlich? Warum? Was sagst warum du? Macht ihr so? Das ist ein bisschen Risk. Ja, den der ist gut. Der ist da, der klatscht. Da kommt jetzt eh noch eine Icon. Ich noch eine Ikone! Ja. Du musst den Mackie jetzt mitnehmen, müssen, Mixer. Let's go. Gib mir noch eine Eikelken. Ja, das ist gut. Nimm mal mit. Das sieht sehr. Busquets wäre hier nice. Busquets. Ja, das war auch gut. Den nehmen wir auch mit. Ein Gatze. Ja, Gatze. Ich probiere Ehrenbruder Kavak, ich probiere, wo ich kann. Ne, gehst du mit ihm, nimmst ihn an die Hand. Ich nehm hier. Du kannst aber auch den Kauler mitnehmen. Ja, ne? Der Bill Kauler, jetzt kannst du das safe mitnehmen. Das sieht sehr gut aus, was hier abgeht. Das sieht sehr gut aus, was hier abgeht. Let's fucking go. Eigentlich fast so, ne? Ha? So. Ja, die drei Doppel machen doch jetzt auch nicht das Fischfett, oder? Ja, muss ich auch. Hallo, bisschen Chemie, Paikötchen. Ja, die drei Doppel machen Paikötchen. Komm über die Bank. Bringt der Aal auch nicht zum Stinke. So, sehr gut. Paikötchen. Ein bisschen Kötchen machen. Runa mit der Mutter. Ist aber heute auch ganz lustig drauf da drüben. Ich bin heute gut gelaunt, Alter. Ich habe heute angefangen, mein Gaming Room aufzubauen. Ich bin sehr gut gelaunt. Was ist das? Nehmen wir erstmal den hier mit. Ah, bringt alles nichts rein. Dann. Rein mit holen der Holen wir die Tuppe wieder rein. Ja. Halt's Maul, was ist denn hier los? Ja. Was ist denn hier los in dem Laden? Haben wir noch irgendeinen. Ja, dann werden wir noch was kriegen. Zack. Ja. Zack. Michael. Hallo, junger Mann. Michael. Kennst du den Michael? Ja, der ist jetzt schon mal sehr gut. Ah, das ist scheiße. Set ist Schmauz. V-Knallern, aber. Den hier? Ja, bringt mir alles nichts. Halt's Maul, was geht denn hier ab? Was geht denn hier bitte ab? Ja, können wir sogar erstmal, glaube ich, hier. Ja. LOL! Ja, aber ehrlich. Ja, mitnehmen. Aber early. Weil Gapi das muss auch mitnehmen. Muss mit, ja. What the fuck? Du kannst auch noch der Owner ist Michael nach hinten holen und vorne noch einen SD reinstellen. Du darfst nicht droppen, gib mir jetzt keine Scheiße. Nimm mal mit. Du darfst nicht droppen. Ah, ja, ist klar wegen das. Ja, stimmt. Ach, Bro. Aber trotzdem mal mit dem hier machen. Und dann den da. Ja, ist immer ein bisschen weiter. Ist okay. Wir bräuchten noch gute IV. Ey, jetzt wird's aber frech, was ihr hier gerade macht. Das ist jetzt gerade scheiße. Ja, ich weiß, was du vorhast, ne? Hier killen halt alles, ne? Ey, Digga, was ist denn jetzt los? Ich baue so ein geiles Draft und dann nimmt er wieder meine Ehre. Was soll denn das? Was mit, ne? Ericsson, zwei Ericsson.
Verdammt schön, Alter. Was ist das denn? Okay, okay, jetzt mal überlegen. Wir haben ja den hier aus England. Ja, also ich bin mit meinem Team schon fertig. Das hat sich mehr oder weniger selbst gebaut, aber ich bin echt unzufrieden, Alter. Da war mehr drin. So dick angekündigt, so dick losgelegt. Frech. Nehmen wir den mal rein. Jetzt bin ich erstmal minus. Ja. Lass mal. Es könnte kritisch werden bei uns auch. Fuck. Ja. Oder den Spanier halt mit Jordi dann, aber ich weiß es nicht. Es war gut, mal ein bisschen aufs Spiel zu gehen, das war eine gute Entscheidung. Aber das bringt ja auch nichts. Da könntest du dann so rumchangen. Ja. Wir nehmen den mal mit. Okay, ist halt echt krass. Also sag Bescheid, ich bin ready. Torwart, wir haben auch schon. Ja, wir sind noch mal dran, ne? Halt dein Maul. Da haben wir keiner. Ich dachte, das wird bei mir die Möglichkeit. Dem IV machst, was kannst du den Waldjack mitnehmen. Sollen wir mal? Ja. Aber das ist halt so krass. Ey, Digga, bei uns ist jetzt hier komplett reingekackt. Den müsst ihr dann sogar stellen. Ja, wir gucken erstmal jetzt, wo die Reise dahin geht. Wir müssen noch umbauen. Also bei uns ist jetzt hier komplett reingeschissen, ne? Ja, wir sagen mal so, ist es kein Selbstläufer geworden. Was? What the fuck? What the fuck? Das Problem ist halt, wir bräuchten, guck mal, wir hatten der Osimhen. Das sind nicht, wir wissen, du bräuchten. Ja, das geht nicht. So einen Trainer können wir nicht finden. Ja, warum? Ja, ja. Ja, wir hätten da was stehen, aber es bringt halt nichts. Ja, ja. Fällt auch schon. Ja, fällt. Okay, wir sind ganz am Ende. Ja, dann brauchst du um. Keine Chance. Ja, ja. Ja. So. Ja, Abfahrt. Haben versucht, wir hätten ready. Risiko gehen können. Ja, aber bringt nichts. Das hätten wir nicht mal mit einem Manager aufgebaut bekommen. Den Manager holen. Sag mal an, was ihr habt. Also, wir hätten uns entscheiden können zwischen einer 93er Bewertung und einer 97er Chemie. Wir haben uns aber für den safe Weg entschieden, 192er, 100er Chemie. Das war euer Fehler. Ich habe 193. Sorry, bro. Und dazu muss man sagen, ich war so lange bis zum dritt- oder viertletzten Spiel auf 194 und dann hat er mir nur noch Schmutzspieler gegeben. Ich habe 7 Prime Icon Moments. Zidane, Kroll, Henri, Garincha. Ma. Okay, wir sind drauf. Dick ist dabei. Ja. Die 5. Okay, wir zählen durch. Wow. Ja, okay, tut aber weh, ne? Fuck, ich kaufe'n. Puyol für 500k, Alter. Ja, let's go! Aber 500k ist in Ordnung. Die Seine war so berauschend. Aber es gibt Schlimmeres, ey. So, guck, selbst beim Totti-Ding hatte ich teilweise Spieler für 300k getroffen. Ist halt, ist okay. So, Puyol. Puyol. Ciao, ciao. Ah, shit, tut weh. Wir hätten es aber, glaube ich, nicht geschafft mit 93. Er ist weg, Broski. Sorry. Schade. Marmelade. Check die Folge bei Broski aus. Wir sind raus. Over and out. Yes, sir. Schönen Montag noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.